Sie müssen jetzt wirklich gehen. Ich bringe Sie gleich ins Wartezimmer. Halten Sie seine Hand, bis die Narkose wirkt. Er fühlt sich so viel besser. Mach ich. Tja, Sie haben da eine gute Freundin gewonnen. Kein Wunder, wenn man sich für jemanden vor einen Bus wirft. Okay. Ich weiß, Sie haben Angst, aber im OP wartet ein großartiges Team auf Sie. Wollen Sie noch mal versuchen, was aufzuschreiben? Können Sie den Stift halten? Okay, oh. Oh. 7? Sieben. Oh Gott! Oh Gott! Du hast mich angepiept, was ist? Gut gemacht, Vollidiot. Deiner Frau zu sagen, du überlegst dir, wie du sie um die Ecke bringst. Ach, kümmere dich lieber. Warte. Woher weißt du das? Sie hat's mir gesagt. Du erinnerst dich? Kissen oder Morphin? Ich weiß noch alles. Tut mir leid, ich hab's nicht so gemeint. Aber natürlich nicht. Du liebst mich zu sehr, um mich mit Morphin vollzuknallen, selbst wenn ich dich bitten würde. Und jetzt feiert mein zermatschtes Hirn ein Comeback. Oh mein Gott. Ich hatte solche Angst. Ich hätte dich sowieso immer geliebt. Du bist wieder da. Ich freue mich so. Izzy? Izzy! Izzy! Yang! Es ist George! Es ist George! Es ist George! Der Unbekannte vom Bus ist George! Izzy, schau mich an. Mach die Augen auf. Ruf Shepard, Dr. Weber und Bailey sofort. Keine Sorge, O'Malley. Hören Sie mich? Wir haben Sie und wir kriegen das hin. Machen Sie jetzt keinen Quatsch. O'Malley, ich bin Shepard. Sie schaffen das. Verstehen Sie mich? Blutdruck fällt. Okay, Narkose sofort. Was ist passiert? Ist es was am Hirn? Hyperkaliämie. Wir haben die Arrhythmien nicht in den Griff bekommen. Ihr Blutdruck sackt total weg. Das Intubationsbesteck. Alex. Sie wollte keine Reanimation. Halt die Klappe, Yang. Sie hat gewusst, dass sowas passieren könnte. Das ist mir doch jetzt scheißegal. Das wollte sie nicht, das weißt du. Defibrillator. Graf, wenn sie nicht wollte, dass wir... Sehen Sie doch! Hol den Defibrillator! Verdammt nochmal! Geben Sie mir die Pedals. Yang, Sie übernehmen die Herzdruckmassage. Lass los, schon gut. 1, 2, 3. Runter. Okay. Fertig. Aufladen auf 300. Habt ihr es schon gesagt? Ich liebe dich. Weg! Ich möchte niemals wieder ohne dich leben. Du hast mein Leben verändert. Habt ihr das gesagt? Man macht Pläne. Setzt sich Ziele. Arbeitet darauf hin. Aber ab und zu sollte man wahrnehmen, was um einen herum geschieht. Und alles begierig aufnehmen. Wir leben jetzt. Wir verlieren ihn. Morgen könnte alles vorbei sein.